Hallo, mein Name ist Rebecca Grete und wir sind heute hier bei mir in der archäologischen Restaurierungswerkstatt. Ich präsentiere heute eine Blockbergung aus der Region Hannover, aus Gerden. Und ich wollte mal kurz vorstellen, was hier so gemacht wird. Und zwar kommt dieser Block von einer archäologischen Ausgrabung und wurde dort mit Gipsbinden eingepackt und so dann hierher transportiert. Der Grund dafür ist, dass man gerade komplexere Dinge, also in diesem Fall ein Bronzebecken wahrscheinlich, in der Werkstatt natürlich viel genauer untersuchen kann. Was ich jetzt hier mache, ist das Ganze Schicht für Schicht ausgraben, und zwar mit Unterstützung von meinem Mikroskop, mit Hilfe von verschiedenen Werkzeugen, zum Beispiel Pinsel, oder auch mit Skalpellen oder Schabern. Und dabei gucke ich, dass ich das Schicht für Schicht ausgrabe und schaue, was in jeder Schicht drin ist. Hier in der ersten Schicht sehen wir zum Beispiel, dass wir Holzkohle haben, wir haben 2, 3 Keramikscherben und wir haben außenherum das Bronzebecken. Am Bronzebecken ist im Moment sehr schön zu sehen, dass wir ein paar Organikauflagen haben. Also wir haben Reste wahrscheinlich von irgendwelchen Strohhalmen oder so, die sich am Rand abgedrückt haben und die sich in Verbindung mit dem Gefäß erhalten haben. Ja, und der große Vorteil hier in der Werkstatt ist jetzt, dass ich natürlich vor Ort festigen kann, wenn jetzt irgendwas auftritt, was ich sage, das ist fragil. Und ich kann entsprechend hier viel besser agieren, als wenn ich auf einer Ausgrabung bin, wo das Ganze natürlich schnell gehen muss. Ja, und nach und nach wird so das Ganze ausgegraben und ich hoffe, dass es dann bald im Museum stehen kann.